Ich bedanke mich für die Einladung, einerseits mit euch zu feiern und andererseits mit euch Gott zu bitten, dass er die neue Anlage, die neuen Räume segnet. Der Hiss hat mich vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen eigentlich eher gefragt, ob ich schon mal die C-Anlage gesegnet habe. Und ich habe gesagt, na, die Kläranlage, also der nächste Schritt. Aber im Leben ist alles wichtig und wir alle freuen uns über ein sauberes, ein ordentliches WC. Und so lade ich euch ein, dass wir jetzt Gott bitten, dass er diese neuen Räume und unsere Stadtkapelle segnet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich möchte euch eine kurze Bibelstelle vorlesen, eine Bibelstelle vom Tag der offenen Tür bei Jesus. Die beiden Jünger, es ist aus dem Johannesevangelium, die beiden Jünger hörten, was Johannes der Täufer sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Soweit diese Bibelstelle. 10. Stunde heißt 16 Uhr, also fast die Zeit, die wir jetzt gerade haben. Und vielleicht wundert ihr euch, warum 10. Stunde, es ist eigentlich völlig wurscht und wie spät es war. Aber ich finde, es ist ein sehr schönes Zeichen, denn Johannes war ungefähr 80, 85 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Es war ungefähr 50 Jahre später. Also 50 Jahre später, nach dieser Begebenheit, hat er sich noch erinnert, es war um 16 Uhr. Warum? Weil diese Begegnung, diese paar Stunden, wo sie bei Jesus waren, in ihrem Leben alles verändert haben. Es war der Beginn von einem langen Weg, von einer langen Freundschaft. Jesus hat gesagt, kommt, schaut sich an, wo ich wohne. So ähnlich wie heute die Stadtkapelle, kommt, schaut sich an, was wir gemacht haben, wie es bei uns ausschaut, fühlt sich wohl. Und so ähnlich war es eben auch bei Jesus. Und wir haben gehört, dass die Jünger eben mitgegangen sind, sich interessiert haben. Und so ähnlich ist auch heute. Ihr habt sie eingeladen, aber ihr seid alle hier. Wir sind hier, weil wir uns für euch interessieren. Etwas so Wichtiges im Zusammenleben, dass wir einerseits einander Einblick gewähren in das, was uns wichtig ist, was uns beschäftigt und dass wir uns füreinander interessieren. Und so ist es meiner Erfahrung auch mit der Freundschaft mit Jesus. Er drängt sich nicht auf, er zwingt uns nicht an ihn zu glauben, aber er lädt uns ein, dass wir uns für ihn interessieren. Auch in unserem Leben will er vieles verändern, schön machen und zur Freude führen. So lade ich euch ein, dass wir jetzt Gott bitten, dass er die WC-Anlagen und natürlich das Archiv besonders wichtig auch segnen möge. Guter Gott, wir danken dir für unsere Stadtkapelle. Wir danken dir für unsere Musikerinnen und Musiker, die so vieles in unserer Stadt und auch in unserer Pfarre mitgestalten und sich so oft einbringen für das Wohl und die Freude der Bevölkerung. Wir bitten dich, segne diese neue WC-Anlage und das neue Archiv. Segne überhaupt neu die Räume unserer Stadtkapelle und alle Musikerinnen und Musiker. Hilf ihnen beim Üben, hilf ihnen beim Auftreten, stärke ihre Gemeinschaft und hilf ihnen auch in der dienenden Haltung für ihre Nächsten. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Durchgehen und das Kreuz, der Christi hat mir gesagt, es wird noch ein Kreuz im Archiv aufgehängt, aber wird dann mitgesegnet. Ja, ich lade euch ein, dass wir jetzt ein Vaterunser beten für unsere Stadtkapelle und um einen schönen Nachmittag noch beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und so segne bitte euch, schenke euch jetzt einen schönen, freudigen Nachmittag, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.